Er war so nah am Krieg wie kein anderer Fotograf seiner Zeit. Am Dienstag wäre Robert Capa 100 Jahre alt geworden. Werke des amerikanischen Fotojournalisten ungarischer Abstammung sind derzeit im Ungarischen Nationalmuseum in Budapest zu sehen. Das bekannteste Foto stammt aus dem Spanischen Bürgerkrieg und zeigt einen sterbenden Mann in Uniform der regierungstreuen Truppen. Die Angst war Capas ständiger Begleiter. Jeder hat Angst, aber es kommt immer darauf an, was man aus dieser Angst macht. Man könnte auch sagen, es kommt immer darauf an, wie man mit schlechten Karten spielt. Er spielte gut, auch wenn er schlechte Karten hatte. Capa, als Endre Friedmann geboren, erfand sich im Exil letztlich selbst. Seine letzte Reise führte den Kriegsfotografen 1954 nach Indochina. Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, warst du nicht nah genug dran. So verstand Robert Capa seine Arbeit. Diese Maxime brachte ihm den Erfolg und letztlich auch den Tod. Capa starb als Kriegsberichterstatter, als er auf eine Landmine trat. Euer Gosch Andrea, Euronews, Budapest.